Und in diese Welt, die Unterwasserwelt, tauchen wir jetzt, da sehen wir es, tauchen wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein. Und zwar mit Jennifer Wendlern. Diese außergewöhnliche Frau hat einen neuen Weltrekord im Apnoe-Tauchen aufgestellt, also Tauchen ohne Atemgeräte. Mit nur einem Atemzug ist Jennifer Wendler sagenhafte 93 Meter tief getaucht. Unglaubliche 3 Minuten lang hält sie dafür die Luft an. Weltrekord. 3 Minuten ohne Atmen. Ja, wir können ja mal die Stoppuhr laufen lassen, um das nachzuvollziehen. Und wenn Sie wollen, halten Sie die Luft an, meine Damen und Herren, während wir Ihnen Jennifer Wendler vorstellen. Die Welt des Freitauchens liegt ihr zu Füßen. 3 Minuten war Jennifer Wendland für ihren Weltrekord auf Zypern unter Wasser. 4 Stunden am Tag trainiert die Essenerin, um unglaubliche 93 Meter tief tauchen zu können. Ich bin Weltmeisterin im Freitauchen, sogar Doppelweltmeisterin. Einmal im Tieftauchen mit 2 Flossen. In der Disziplin halte ich auch aktuell den Weltrekord mit 93 Metern. Und ich bin Weltmeisterin im Tieftauchen ohne Flossen. Die Tiefenjägerin aus dem Ruhrgebiet hält übrigens bereits alle deutschen Rekorde in den offiziellen Tieftauchdisziplinen. Ihr tiefster Rekord in der Disziplin No Limits führte sie im Jahr 2018 auf eine unglaubliche Tiefe von 117 Metern. Die grenzenlose Freiheit des Meeres und die Schönheit der Unterwasserwelt motivieren die 35-Jährige zu diesen unglaublichen Leistungen. Ich bin schon als Kind sehr, sehr jung ins Wasser geschmissen worden. Ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahre alt. Und seitdem habe ich das Wasser eigentlich nicht mehr verlassen. Also am schönsten finde ich da unten die Stille, dass ich ganz mit mir alleine da unten bin. Und ja, es ist einfach auch ein sehr schönes Gefühl, so vom großen, weiten Ozean umgeben zu sein. Ich fühle mich da einfach heimisch. Jennifer Wendland kann mit dem Gesicht nach unten im Wasser liegend sogar bis zu 7 Minuten lang die Luft anhalten. Auch wenn sie mehr schon auf Haie gestoßen ist, Adrenalin-Junkies haben im Freitauchen nichts verloren. Denn wer möglichst wenig Sauerstoff verbrauchen will, muss tiefenentspannt sein. Beeindruckende Leistung. Sie sehen die Uhr, meine Damen und Herren. Jetzt sind 3 Minuten rum. So lange hat sie also die Luft angehalten, Jennifer Wendler, um diese 93 Meter zu schaffen. Wir haben uns mal umgehört. Bildreporter Michael Engelberg hat im Ruhrgebiet Passanten befragt, wie lange sie die Luft anhalten können. Also ich werde es vielleicht 20 Sekunden schaffen, die Luft anzuhalten. Aber in Essen gibt es eine Frau, Jennifer Wendland, die ist jetzt Freitauch-Weltmeisterin geworden. Die hat mit einem Atemzug in 3 Minuten 93 Meter Tiefe geschafft. Und jetzt wollen wir uns hier mal in Dortmund umhören, wie lange die Leute hier die Luft anhalten können. Und dann nehmen wir euch mal mit. So, wir haben jetzt hier die Stoppuhr und wir haben Herrn Angelkorte hier. Herr Angelkorte, was glauben Sie, wie lange können Sie? Ja, 30 Sekunden. Okay, dann fangen wir mal an. Ja. Wir stehen hier mit Herrn Bernd und jetzt gucken wir mal, wie lange Herr Bernd die Luft anhalten kann. So, die anderen jetzt? Jetzt, Bernd, super. 16. Das sieht sehr gut aus, Herr Bernd. Er läuft schon so ein bisschen rot an. Knapp 1 Minute. 45. Herr Angelkott ist hart im Nehmen, muss ich sagen. 55, 56, jetzt haben wir schon 1,10, jetzt ist vorbei. Ja, ja. Aber 1,10 ist schon eine Maschine, der Herr Bernd. Machen Sie irgendwie Sport, oder? Ja, Reha-Sport. Niki, wie lange kannst du denn die Luft anhalten? Sag, ich finde das Wasser toll, aber Luft anhalten kann ich nicht. Okay, also Niki ist eine Wasserratte, Wasserrattenhund. Die Menschen aus dem Ruhrgebiet und ja, die Tiere. Wasserratte ist das Stichwort. Und wenn man sich jetzt vorstellt, 3 Minuten da unten zu sein und man kann sich nicht einfach entscheiden, dann atme ich jetzt mal wieder durch. Wahnsinnsleistung, jetzt sprechen wir mit ihr. Jennifer Wendler, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie bereitet man sich auf so einen unfassbaren Weltrekord vor? Ja, danke schön. Also auf einen Weltrekord bereitet man sich ja im Prinzip sein Leben lang vor, quasi mit allem, was man in seinem Leben bis dahin trainiert hat. Ich habe dann so mit dem Freitauchen ungefähr vor 10 Jahren angefangen und ab 2017 habe ich dann intensiver für Wettkämpfe trainiert. Und ja, dann habe ich einfach das Training von Jahr zu Jahr intensiviert, bis irgendwann der Weltrekord für mich in greifbare Nähe kam. Und ja, dann habe ich quasi am Ende im Schnitt so 4 Stunden am Tag trainiert, um dann meinen Traum vom Weltrekord Wirklichkeit werden zu lassen.
Frau Wendland, wie sind Sie denn überhaupt auf diesen außergewöhnlichen Sport gekommen? Tja, wie kommt man auf so eine Sportart? Ich würde sagen, den Anfang hat bei mir tatsächlich das Unterwasser-Rugby-Spielen gemacht, was ich eben auch so etwa vor 10 Jahren angefangen habe. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich ganz gut die Luft anhalten konnte und wollte dann eben einfach mal ausprobieren, wie lange ich so wirklich die Luft anhalten kann. Und dann habe ich einen Einsteigerkurs gemacht im Freitauchen und dann kam irgendwann eins zum anderen. Also das Talent zeigte sich dann eben im Einsteigerkurs und das habe ich nach und nach entwickelt, bis es dann im letzten Jahr zum Weltrekord gereicht hat. Und was fasziniert Sie so besonders an diesem Freitauchen? Also was mich fasziniert, ist zum einen, dass man Höchstleistung erbringt, indem man sich vollkommen entspannt. Dann ist es natürlich auch wunderschön, da unten in der Tiefe allein zu sein und diese Tiefe zu spüren, diesen Druck zu spüren. Man ist halt vollkommen auf sich selbst gestellt, da unten ist es still. Und es ist einfach ein ziemlich befreiendes Gefühl, finde ich. Man kann alles an Sorgen einfach an der Oberfläche lassen. Ich bin wirklich beeindruckt davon, aber so ein bisschen unnatürlich ist das für den Menschen ja irgendwie schon. Wie kamen die Menschen eigentlich auf diese ungewöhnliche Disziplin? Ja, das Freitauchen, das geht natürlich hauptsächlich auf die Unterwasserjagd zurück. Als sich quasi unsere Vorfahren entweder nach Fischen tauchen mussten, um Fische zu jagen, oder Muscheln gesammelt haben oder andere Meerestiere, meinetwegen auch Hummer und Krabben. Das ging natürlich früher noch nicht mit großen Schleppnetzen und das war dann mit der Unterwasserjagd verbunden. Und das waren dann tatsächlich auch die ersten Menschen, die sehr lange die Luft angehalten haben. Was war das Schönste, was Sie unter Wasser erlebt haben? Also es gab schon tatsächlich einige sehr, sehr schöne Momente für mich unter Wasser. Das war zum einen einmal tatsächlich das Freitauchen mit Haien vor Roatán in Honduras. Das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis mit diesen majestätischen Tieren, die auch einfach nur neugierig, aber total friedlich waren. Und dann hatte ich tatsächlich dieses Jahr auch einige Momente beim Tieftauchen, unter anderem bei meinem Weltrekord, dass da unten sehr, sehr viele große Quallen waren. Das waren zum Glück keine, die einem wehtun, sondern man war dann da unten so ein bisschen wie im All und es würden irgendwie ganz viele Quallen um einen herumschweben. Das war auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Vielen Dank für diese schönen Einblicke in die Unterwasserwelt. Viel Spaß beim nächsten Tauchtrip in die Tiefe und vielen Dank für das Gespräch, Jennifer Wendland, tolle Weltrekordlerin.